Tja, und über die Luftschläge auf die iranische Botschaft in Syrien sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Simon Riesche in Kairo. Simon, bislang hat sich Israel ja noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, sie also auch nicht dementiert. Wie ist denn das zu werten und welche Gründe hätte Israel überhaupt, die iranische Botschaft anzugreifen? Naja, also die Tatsache, dass es da bisher keine Stellungnahme von israelischer Seite gibt, das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Da hüllt man sich traditionell eigentlich in solchen Situationen in Israel in Schweigen. Und doch ist es ja bekannt, dass Israel regelmäßig seine Feinde in den Nachbarstaaten angreift. Also Feinde, die eventuell Pläne auf wiederum Angriffe gegen Israel führen. Diese Pläne versucht man zu durchkreuzen. In dieser Hinsicht sind auch die Worte des israelischen Verteidigungsministers heute zu verstehen, der gesagt hat, Israel arbeite immer und überall daran, die Gegner zu schwächen. Also in diesem Zusammenhang ist das sicherlich zu sehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ein Angriff auf ein Botschaftsgebäude, auf eine diplomatische Vertretung des Iran in einem Drittstaat, dass das schon eine Provokation, eine Eskalation darstellt. Und dementsprechend wütend sind ja auch die Reaktionen, die wir seit gestern Abend aus dem Iran zu hören bekommen haben. Ja, das iranische Außenministerium, das kündigte ja eine entschlossene Antwort, Rache, Strafe an. Und nun wächst natürlich international die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts. Wie könnte denn eine solche Antwort des Iran aussehen? Genau, also es haben sich verschiedene iranische Akteure mittlerweile zu Wort gemeldet. Nicht nur das iranische Außenministerium, auch der iranische Präsident Raisi und auch die wohl wichtigste Figur im Iran, Revolutionsführer Khamenei. Sie alle kündigen eine Antwort an, sie alle kündigen Vergeltung an. Wie genau diese aussieht, ja klar, das bleibt abzuwarten. Meiner Einschätzung nach ist es immer noch eher unwahrscheinlich, dass der Iran jetzt direkt Israel angreifen wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass es in diesen zahlreichen Schattenkriegen, die es ja schon zwischen dem Iran und Israel gibt, zu weiteren Eskalationsstufen kommt. Wer sind die Verbündeten? Wer sind die Schattenkrieger des Iran in der Region? Da gibt es einige zu nennen. Das ist das syrische Regime von Präsident Assad. Das sind bestimmte Gruppen und Milizen, schiitische Milizen im Irak. Das sind die Houthi im Jemen. Also diese Gruppe, die ja schon seit Monaten die Welt in Atem hält mit ihren Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer und die sich dort versuchen, im Gazakrieg zu positionieren. Aber das ist vor allem die Hisbollah im Libanon, also diese wichtige und mächtige Gruppe, diese Partei, diese Miliz, die als verlängerter Arm des Iran im Libanon gilt und sich seit längerem ja auch schon Gefechte mit Israel liefert. Da ist sicherlich von weiteren Aktionen in der nächsten Zeit auszugehen. Ja, schauen wir doch mal genauer auf diesen Schauplatz des Konfliktes eben im Libanon. Wie ist denn da aktuell die Situation? Die Situation aktuell, die Lage aktuell ist angespannt im Libanon. Das ist sie eigentlich schon seit einem halben Jahr. Unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober begannen ja auch die Gefechte zwischen der Hisbollah und Israel rund um die israelisch-libanesische Grenze. Diese Gefechte bestehen seitdem fort. Sie sind in den letzten Wochen noch mal vehementer, noch mal härter geworden, so unser Eindruck. Sie haben sich auch regional ausgeweitet. Es gab israelische Angriffe weit weg von der libanesischen Grenze entfernt, in der Beka-Ebene im Osten des Libanon. Aber auch die Angriffe der Hisbollah, auf die ja Israel reagiert, die wurden noch einmal heftiger. Also da ist eine zunehmende Anspannung noch mal auf dieser normalen Anspannungsebene zu beobachten. Da ist von weiteren Eskalationen auszugehen. Wir waren oft im Libanon in den letzten Monaten unterwegs. Die Menschen, die dort aus ihren Dörfern in der Nähe der Grenze vertrieben wurden, von denen, die haben jetzt schon das Gefühl, dass sie in einem Krieg sind. Sicherlich auch die Israelis, die den Norden ihres Landes verlassen mussten, haben das Gefühl, sich in einem Krieg zu befinden. Und doch muss man sagen, bisher ist die Situation dort immer noch irgendwie unter Kontrolle. Das könnte sich jetzt eben, so die Befürchtung vieler Beobachter, ändern in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ja, und immer wieder gibt ja der Iran auch den USA als Verbündetem Israels eine Mitschuld an Anschlägen, so auch diesmal. Man hat ja bereits über einen Schweizer Diplomaten eine, Zitat, wichtige Botschaft an die USA übermitteln lassen. Was genau ist denn da über den Inhalt bekannt? Ja, nicht viel, aber ganz klar, die Amerikaner sind der große Feind des Iran seit der Revolution 1979. Und wenn man die Demonstrationen etwa in Teheran beobachtet, dann sieht man ja immer, dass dort Israel und die USA in einem Atemzug als große Feinde genannt werden. Der Iran macht die USA für die Eskalation der Gewalt in der Region verantwortlich.
sieht sie sicherlich auch zu einem gewissen Grad verantwortlich für die Attacke jetzt in Damaskus. Wir hören über amerikanische Medien, dass die amerikanische Regierung das von sich weist. Man sei nicht informiert gewesen über diesen Angriff. Es ist ganz interessant, jetzt die weitere Rolle der USA in der Region hier zu betrachten. Die USA sind ja in so einer Art Zwickmühle. Sie sind enger Verbündeter der Israelis. Sie versuchen aber auch seit Wochen immer mehr und immer vehementer auch auf eine Waffenruhe hinzudrängen. Sie sind selbst auch Ziel von Angriffen in der Region. Es gab viele Angriffe von Verbündeten des Iran auf amerikanische Militärstellungen, etwa in Syrien und im Irak. Das hatte zuletzt etwas Pause, aber in der vergangenen Nacht, möglicherweise auch als eine Reaktion auf jetzt die Geschehnisse in Damaskus, soll es einen Angriff auf eine amerikanische Base gegeben haben. Also eine sehr, sehr komplexe und schwierige Gemengelage, auch mit Blick auf die Rolle der Vereinigten Staaten hier im Nahen Osten. Simon Riesche, Dankeschön nach Kairo für diese Information.